Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Mini-Impuls-Podcast. Mein Autorenname ist Marinja und heute möchte ich mal über ein Thema reden, das mich persönlich momentan beschäftigt und wo ich glaube, dass es sogar vielen Menschen so geht, wenn wir ganz ehrlich in uns hineinfühlen. Vorab möchte ich dir noch eine Information mit auf den Weg geben. Und zwar gibt es jetzt meine Mini-Impulsfolgen auch auf SoundCloud. Ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst. Es ist eine Plattform für Musik und Podcasts und Hörbücher. Und meine Mini-Impuls-Podcasts gibt es eben jetzt auch auf SoundCloud. Und dort heiße ich ebenfalls Marinja. Wenn du magst, schau gerne mal vorbei. Ich sage dir einfach mal, was momentan in mir ist und du kannst ja für dich mal hineinspüren, ob du dieses Gefühl auch kennst. Ich habe momentan das Gefühl in mir, mich ungeliebt zu fühlen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dass man das Gefühl hat, man möchte der Liebe begegnen im Leben, man möchte mit Menschen sich gut verstehen. Man möchte eine wundervolle Beziehung führen. Man möchte tiefgründige Freundschaften leben. Und man hat das Gefühl, immer nur auf Ablehnung, auf Abstoßung und auf Missgunst oder auf Gefühle zu treffen, die man eigentlich überhaupt nicht beabsichtigt. Oder auch bei meinem Job geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, nicht gewollt zu werden. Dass ich das Gefühl habe, das, was ich mache, will keiner. Oder das, was ich gebe, braucht keiner. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist ein sehr trauriges Gefühl, das Gefühl zu haben, eigentlich der Welt Liebe geben zu wollen. Und das Gefühl zu haben, ich möchte doch nur etwas Schönes in die Welt bringen. Ich möchte doch nur Liebe in die Welt bringen. Ich möchte doch den Menschen nur liebevoll und tiefgründig und ehrlich und authentisch begegnen. Und man hat das Gefühl, oder ich zumindest, dass ich nur auf Wände stoße, dass ich nur auf Ablehnung stoße mit dem, was ich bin, mit dem, was ich gebe, mit dem, was ich habe. Und ich kenne das Gefühl schon seit meiner Kindheit. Und momentan denke ich mir so, was kann ich tun, um meine Realität zu verändern? Geht es überhaupt darum, die Realität zu verändern, oder ist es ein Zeichen für mich, dass es nicht die richtige Zeit für mich ist? Oder dass ich etwas anders machen soll, als ich es tue? Oder dass ich einen Weg gehen muss, den ich vielleicht noch nicht kenne, um eine liebevollere Resonanz zu erhalten? Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass normale Wege, die scheinbar bei jedem funktionieren, ständig bei einem selbst nicht funktionieren. Dass man ständig das Gefühl hat, irgendwie ein Außerirdischer zu sein, bei dem kein Weg funktioniert, wo es scheinbar bei anderen doch funktioniert. Oder was ich auch ganz oft erlebe, ist, dass ich etwas sage und eine Situation zum Beispiel beschreibe und etwas komplett anderes von den Menschen als Antwort zurückkommt. Mich machen diese Themen momentan sehr traurig. Ich habe das Gefühl, ungewollt zu sein. Ich habe das Gefühl, ungeliebt zu sein. Ich habe das Gefühl, nicht am richtigen Platz zu sein, nirgendwo in meinem Leben, weil ich immer das Gefühl habe, keiner braucht das, was ich als Seele zu geben habe. Und das ist kein schönes Gefühl. Und heute Morgen wollte ich wieder mal seit langem einen neuen Mini-Impuls-Podcast machen und habe überlegt, zu welchem Thema ich das machen könnte. Und dann habe ich mir eben gedacht, hey, heute nutze ich mal die Gelegenheit, um eben das ganz offen und ehrlich zu sagen, weil ich eben glaube, dass ich damit nicht alleine bin. Ich habe selbst noch keine Lösung für diese Themen und ich kann dir jetzt auch überhaupt keinen Tipp geben, weil ich einfach selber in der Emotion Traurigkeit drinnen bin und selber gar nicht weiß, warum man mit so etwas in Resonanz geht und warum etwas komplett anderes zurückkommt, als man eigentlich möchte, dass zurückkommt oder dass man ständig das Gefühl hat, man redet in einer anderen Sprache als andere Menschen und bei anderen Menschen kommt überhaupt nicht das an, was man eigentlich wollte, das ankommt. Es ist, als würdest du sagen, kannst du mir bitte das Glas reichen und jemand gibt dir Marmelade.
Und so fühlt sich mein Leben momentan in manchen Bereichen an. Ich hoffe, du konntest wieder aus diesem Mini-Impuls-Podcast etwas für dich mitnehmen. Falls du in der gleichen Situation bist wie ich, dann bedenke, du bist nicht allein mit der Situation. Und vielleicht werden wir im Laufe unseres Weges herausfinden, was uns das Leben damit sagen wollte, was es uns zeigen wollte und warum es uns diesen Spiegel vorgehalten hat, warum es gesagt hat, hey nein, stopp, hier geht's nicht lang, hier ist eine Kreuzung. In der Regel habe ich schon die Einstellung, dass es einen Grund hat, warum man so eine Resonanz bekommt, dass es einen Sinn hat und dass es auch irgendwann einen Sinn ergibt und man rückblickend erst versteht, warum es so gelaufen ist und warum nicht. Nur momentan bin ich zu sehr in diesen Themen gefangen, als dass ich eine klare Sicht auf das Ganze haben kann und verstehe, warum es so ist, wie es ist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mini-Impuls-Podcast wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis bald.